Ich wohne im Gebirgskanton, wo ich 41 Jahre Kantonspolizist bin und das am Anfang gut noch erlebt habe, wo man das Telefon kann und sagen, ja, der 17-jährige Bub ist nicht zurückgekommen, ein Strick mit der Hand. Da ist eigentlich die Flächensuche etwas, was jeden Tag passieren kann. Kommt einer vom Spazieren nicht heim, ein kleines Kind, eine alte Frau oder ein junger Mann, weil er Suizidgedanken hat. Aber am Anfang, was ist gegangen? Ja, fahren wir mal, wo könnte der sein, oder? Ja, dann ist man mal gefahren, hat vielleicht die Feuerwehr aufgebaut, oder? Wir haben mir eine Personenkette gemacht, 10, 20 Leute mit 10 bis 20 Meter Abstand und sind durch die Wälder gelaufen. Geschaut, gelassen, mit dem Feldstecher beobachtet, oder? Das war das eine, wo ich sage, ja, aber in den Trümmern sehen wir nichts, wissen nicht wo, aber die Hundenase hilft dort. Und dann müssen wir doch hier auch das sensationelle Instrument oder Wesen von einem Vierbeiner, der jetzt halt nicht reden kann, wie ein anderer, oder? Müssen wir doch nutzen. Und dann habe ich dann angefangen, Flächensuche zu gründen und aufzubauen. Also ich bin nicht allein der Gründer, ich bin einfach der, wir sind mehrere, also zum Beispiel der Urs Ochsenbein dazumal, oder? Also ein Raimi Juchli als ISA-Chef, die sind alle eigentlich beteiligt gewesen, aber das Handwerk hat niemand so recht wollen in die Hand nehmen. Und die haben gesagt, das können wir keinem vermissten Kind, Erwachsenen antun, dass wir uns da nicht tiefer auseinandersetzen damit. Es ist traurig, aber wahr, aber es ist ein absolutes Defizit in der Schweiz, dass man nicht alle möglichen Mittel ausschöpft, wenn jetzt irgendein Familienangehöriger, eine Frau oder die Ehefrau oder ein Kind oder der Onkel, Tante, den Heimweg nicht mehr wüsste und man hat keine, du kannst, was machst, gibt kein Gerät, gibt keine Maschine, gibt kein Computer, wo das kann. Aber der Hund mit Augen und Ohren und mit dem Riechorgan ist da. Und dann hast du die revieren lassen, oder? Und dann hat man die eigentlich dort, das siehst du in dem Büchlein, hat man die eigentlich verweilen gemacht. Sie sind dort und angefangen zu bellen, oder? Oder sie haben den Bringsel, den sie am Hals genommen haben, und sind zurück zum Meister und sagen, komm mit, ich zeig dir, wo sie ist. Und musst du dir mal das vorstellen? Vielleicht 100 oder 150 oder noch 80 Meter, hat er dort etwas gefunden, nimmt den Zapfen ins Maul, geht zurück zur Meisterin und läuft genau wieder an den Punkt her, wo die Person ist, oder? Für mich ein Geschenk, das kein Mensch hätte machen können, oder? Angelernt hat man das, indem man eine Bezugsperson im Wald oder im Feld oder im Kornfeld oder wie ausgeleitet. Also wo nicht nur allein der Riecheffekt Substanz ist vom Finden, sondern vielleicht intuitiv auch ein bisschen, wo ist meine Meisterin? Ich sehe sie nicht, oder? Und am Anfang beim Lernen hat man dann die jemand gesagt, da noch mal einen Pieps geben, oder? Da noch mal rufen. Dann ist der Hund abgeschockt. Das ist ja die Stimme, wo meine Meisterin ist. Also der Mix von eher stiller Führung, visueller Führung eigentlich, gegenüber einem Trümmerhund, wo man halt ja in diesen Brücken nicht mal hat müssen abrufen, weil es gefährlich ist, vielleicht ein Stein oben runtergekommen ist. Und wer Flächensuche macht, das kann ich vielleicht noch ergänzen dazu. Und das mal erlebt hat, wie ein Vierbeiner von dir wegläuft, fast aufgeregt, die Nase orientiert nach allen Ecken, wo kommt etwas her und sticht in den Wald rein. Und die verbellen, dann plötzlich hörst du einen Hund bellen dort rein. Und dort liegt die Person, lebendig oder tot, ansprechbar. Glücklich vielleicht auch, oder? Ich hatte Situationen, wo der Hund umarmt und gehebt hat. Ja, weil die Hilfe ist vom Vierbeiner gekommen, oder? Ich habe etliche Bilder von mir, ja, wo man Kind gefunden hat, wo Strick haben mit der Mutter, die krank sind oder die verunfallt sind, gibt es auch, oder? Und das vergesse ich nicht. Da stehe ich auch dazu. Also ich möchte einfach noch mal betonen, wenn man denn das umsetzt, ich bin nicht der heilige Flächensucher. Ich bin eines von diesem Team, das mitgeholfen hat, ein wesentliches Hilfsmittel, nämlich die Flächensuche,
im Feld und Wald nach vermissten Personen, dass das Redoc das weiterführt. Aber es ist nicht mein Verdienst, ich muss das einfach betonen. Ich will da nicht der Primus inter pares sein von dem, sondern es ist Team, Mann, Frau, Organisation, die das ermöglicht hat.